Ja, ich komme nun zum zweiten Video in dieser Videoserie über meinen Sortierkasten. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich den Body, also den Korpus von diesem Sortierkasten gebaut habe. Ich habe dazu OSB-Material verwendet. Das Ganze hier ist aus OSB mit einer Stärke von 15 mm. Und als Arbeitsfläche hier auf dem Kasten, da habe ich eine Buchenplatte genommen mit einer Stärke von 4 cm. Die Buchenplatte ist ungefähr auf einer Höhe von 1,15 m, also eine ideale Höhe, um auch etwas bearbeiten zu können oder eben auch etwas zwischenlagern zu können. Nun, speziell an diesem Kasten ist, dass die Schubladen, die sind horizontal ausgerichtet und nicht vertikal. In der Regel werden die ja vertikal ausgerichtet. Die horizontale Ausrichtung hat halt den Vorteil, dass ich da verschiedene Schubladen auf die entsprechende Länge verteilen kann. Die haben jeweils immer die gleiche Größe pro Etage und beginnen klein, also niedrig, und werden dann die unten immer größer. Das heißt also, die schweren Schubladen sind dann unten und die kleinen Schubladen mit dem Kleinmaterial, die habe ich oben angelegt. Nun, eigentlich kann man diesen Sortierkasten mit einer einzigen Maschine herstellen, nämlich mit einer Tischkreissäge. Ich habe hier alle Verbindungen der OSB-Platzen, die habe ich vernutet, auch die Nuten, die habe ich mit der Tischkreissäge gemacht. Ich verwende dazu Dado Blades und ihr seht das dann auch im Video, wie das funktioniert. Und wenn ihr Interesse daran habt, wie solche Dado Blades funktionieren, dann verlinke ich euch am Schluss noch einen Video auf die Dado Blades, wie man diese montiert, wie man mit Dado Blades arbeitet und auf was man darauf achten sollte. Ja, das wäre es eigentlich. Was man zusätzlich natürlich noch bräuchte, das ist eine ganz normale Handkreissäge. Diese OSB-Platten, die müssen auf der Länge zugeschnitten werden, und die Tischkreissäge, das wisst ihr ja auch, jetzt meine Tischkreissäge, die kann maximal eine Schnittbreite von 80 cm zerschneiden. Alles, was dann mehr ist, muss man halt dann mit der Handkreissäge machen. Nun, im Video seht ihr jetzt da, wie ich meine vertikale Plattensäge dafür benutze. Ich habe halt jetzt so eine Plattensäge und dann brauche ich sie auch. Und mit dieser vertikalen Plattensäge säge ich jetzt diese Platten auf die gewünschte Länge zu. Und man sieht dann auch, ich verwende eigentlich die Wand als Anschlag und stelle somit sicher, dass die Platten alle auf die gleiche Länge zugeschnitten werden können. Nachher kommentiere ich den Video eigentlich nicht mehr. Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte. Man sieht dann im Video den einzelnen Prozess, wie ich da diesen Sortierkasten herstelle. Und es ist ja klar, dieser Sortierkasten, der besteht aus mehreren solchen Prozessen, die ich dann im Video zeige. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns am Schluss wieder.
Ja, ich hoffe, ihr konntet meinem Video über die Herstellung dieses Sortierkasten folgen. Ihr habt jetzt ja gesehen, wie ich den hergestellt habe. Es ist nicht sehr kompliziert, es gibt sehr viele Repetitionsprozesse. Und bei meinem nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich diese Schubladen oder diese Holzkisten hergestellt habe für den Sortierkasten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.